Guten Morgen, liebe Saskia. Hallo, liebe Anja. Wir haben schon ein paar Venus Spirit Talks miteinander gemacht, du und ich alleine. Das letzte Mal ist ein Jahr her. Dann haben wir zwischendurch mal ein Gespräch mit Dirk Seufert geführt über die Liebe. Und jetzt auch im Zusammenhang mit den ganzen vielen aktuellen Ereignissen, vieles, was bei uns so auch individuell am Gange ist, sind wir in einem sehr regen Kontakt geblieben in der ganzen Zeit und haben uns schon länger jetzt vorgenommen, dass wir mal wieder ein öffentliches Gespräch miteinander führen. Und das hat auch etwas mit dem aktuellen Thema zu tun, nämlich mit dem Sonnenblitz oder Solar Flash. Natürlich möchte ich voranstellen, Saskia und ich sind keine Wissenschaftler. Wir teilen hier unsere Wahrnehmungen aus verschiedenen Facetten, bekommen allerdings auch natürlich vieles mit, was auch aus den wissenschaftlichen Ecken immer mehr kommt. Und die spirituelle und intuitive Wahrnehmung anfängt zu komplementieren und zu bestätigen. Und das macht das Ganze jetzt auch für uns so. Also für mich so besonders spannend, erstens sowieso, was ich die ganze Zeit spüre und wahrnehme, die Informationen, die aus verschiedenen Facetten, ich will nicht sagen aus verschiedenen Kanälen, weil eigentlich ist es nicht der Mainstream-Kanal, aus dem kommen diese Informationen nicht, sondern eher aus den YouTube-Videos, aus dem Telegram, aus dem, wo dann zum Teil dasselbe Video mir über drei Ecken am selben Tag irgendwie zugeschickt wird. So von wegen, schau dir das mal an und. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, was ich jetzt wirklich voranstellen möchte, ist, wir teilen hier das, was wir wahrnehmen, was wir fühlen. Und wenn du dich in irgendeiner Weise angesprochen fühlst, ist was für dich dabei. Wenn nicht, dann eben nicht. Folge deinem inneren Kompass. Also das werde ich wahrscheinlich immer mal wieder sagen, weil das ist jetzt so wichtig, die Unterscheidungskraft, finde ich, zu spüren und zu entwickeln und wirklich für sich zu unterscheiden und zu entscheiden, welche Information macht jetzt für mich Sinn, welche Information geht mit mir in Resonanz, denn wir sind vibrational beings, wir sind in Wirklichkeit ja alle Frequenzwesen, wir sind ja nicht nur dieser physische Körper. Der physische Körper, so kann ich jetzt schon mal starten, ist sowas von eindeutig nur die äußere Hülle oder eben eine Form. Und darum ist es so wichtig, manche Menschen fühlen sich auch zu einer Stimme hingezogen oder zu einer Energie, ohne dass sie es erklären können. Und ich glaube, viele von uns sind jetzt schon in so einem extremen, intensiven Ausdehnungsprozess unseres Bewusstseins, dass wir immer mehr spüren, immer mehr wahrnehmen, was stimmt für mich, was ist im Moment für mich richtig in Resonanz mit meinem Herzen oder mit meinem inneren Kompass. Und was nicht, ne? Und da sind wir fast schon im Thema drin, denn auch diese Sonnenenergie oder die Ströme, die sozusagen aus dem Universum oder aus dem Zentrum der Galaxis, wo auch immer sie alle herkommen, und von die gehen in Resonanz mit uns, mit unserem inneren Wesen, mit unserem Herzen und auch mit unseren inneren Hypophyse, Zirbeldrüse, inneren Drüsen, inneren Wahrnehmungsorganen, mit unserer DNA, die jetzt am Erwachen, am angefeuert werden ist sozusagen, damit wir in unser volles menschliches Potenzial zurückfinden. Ne? Also das ist jetzt schon mal eine Rieseneinleitung, sorry, aber ich muss mich ein bisschen warm quatschen, ein bisschen reinquatschen. Und ja, genau, und darüber wollen wir uns austauschen, über diesen Weg, in dem wir jetzt alle drin sind, über den Transformationsprozess der Erde, nicht wahr? Und ich freue mich sehr, dass Saskia wieder mit mir hier im Boot sitzt, auch wenn wir äußerlich ein paar hundert Kilometer zwischen uns haben. Aber es ist einfach ein toller Austausch mit dir und ich freue mich riesig, jetzt mit dir in diesen Austausch zu gehen und mit dir zusammen das alles zu teilen und zu besprechen. Und vielleicht bekommen wir auch neue Impulse, neue Inspirationen, während wir sprechen. Deswegen machen wir das ja auch. Wir machen es ja nicht. Wir machen es ja für uns selbst. Ne? Wir machen es, weil wir Freude dran haben, weil wir Spaß haben an dieser Art, miteinander uns auszutauschen. Und wir stellen es einfach zur Verfügung. Take it or leave it. Mach damit, was du möchtest. Was sich für dich gut anfühlt, fein, was nicht, bitte. Na? Was gern.
Das war meine Einführung. Jetzt grüße dich nochmal. Ja, Leg mal los. Danke für deine wunderbaren Worte, liebe Anja. Und ja, dass wir zusammen wieder kreieren und schöpfen dürfen und können und uns so austauschen. Und ja, und wenn wir es nur für uns machen, nur wir zwei. Ja, wir machen es ja eigentlich erstmal nur für uns. Und das ist so schön. Das ist, vielen Dank. Vielen Dank dafür, meine Liebe. Gedanken ordnen kurz. Wo fangen wir an? Ich befehle meinem Spirit, meine Gedanken in mein Herz zu bringen. Das ist jetzt, wenn ich aber das jetzt mache, dann bin ich raus. Dann bist du raus. Okay, na dann nur ein bisschen runterfahren und sortieren. Klarheit, ich befehle jetzt Klarheit für mich. Ich befehle und Klarheit, okay. Die richtigen Worte zu finden, genau. Also, am Wochenende war wieder Interview mit Q über Hollow Earth, also die hohle Erde mit Billy und Jane. Und Q hat wieder sehr, sehr interessante Informationen bezüglich... Uns kurz erstmal, wer ist Q? Q ist Quelle, der Schöpfer allen, der jetzt hier inkarniert ist und uns begleitet in diesem Aufstieg. Und es war sehr wertvoll wieder, ja, es ist unglaublich, wenn natürlich Schöpfung spricht und das so klar und deutlich auf einen Punkt bringen kann, dass man es auch wirklich nachvollziehen kann, verstehen kann. Also geht es mir zumindest immer. Es geht jetzt um den Aufstieg ja generell schon eine ganze Weile. Es ging um die neuen Ereignisse. Wir haben, also mein Empfinden war, vom 5. auf den 6. September ist eine Riesenverschiebung passiert, vollzogen worden. Gefühlt sind wir global gesehen jetzt höher gekommen im Bewusstsein. Wir haben ja Licht global. Und diese Verschiebung war für mich gefühlt, wie gesagt, letzte Woche, vom 5. auf den 6. September. Witzigerweise habe ich dann 2 Tage später gesehen, dass die Schumann Frequenzen, die an TOMS gemessen werden, in so einer Messstation, ausgefallen sind. Also die funktioniert nicht mehr, diese Messstation, aufgrund dieser hohen Frequenzen, die jetzt einströmen, weil natürlich die Gerätschaften für diese Art der Frequenz gar nicht gemacht sind. Die kommen nur bis zu einem bestimmten Punkt innerhalb dieser Matrix, in der wir uns vorher befanden. Und jetzt sind wir raus, darüber hinaus, und diese Station funktioniert nicht mehr. Und das fand ich sehr interessant. So dass ich wieder spüren kann, ja, meine Wahrnehmung war richtig. Ich sehe es auch im Außen. Ich habe ganz viel, hat man ja aus verschiedensten Ecken gehört, dass was passiert ist. Viele haben das auch wahrgenommen, ob nun auf körperlicher Ebene oder intuitiv oder beides oder wie auch immer. Aber es ist etwas passiert. Man sieht es am Himmel. Ich sehe es immer sehr am Himmel, an den Wolken. Es verändert sich dort gerade sehr, sehr viel. Das Licht ist wieder greller und heller noch geworden. Es war ja schon vorher sehr grell und hell. Und durch diese Ausdehnung jetzt, die wir erfahren haben, Licht ist mehr da, Bewusstsein, manche sagen Aufstieg, 4D. Ich sage immer, für mich ist alles Frequenz, ich sehe es immer im Frequenzbereich. Licht ist Frequenz, wir haben uns ausgedehnt. Das heißt, diese Welle, dieser Sonnensturm, von dem ja nun schon sehr lange gesprochen wird, ich habe es auch viel mit Sora in Teds Radioshow Out of this World hatten wir das sehr oft als Thema auch, diese Welle, die kommen soll. Sora aus der Hohen Erde hat das wunderbar erklärt, was dann passieren soll. Ob es so kommt, weiß man nicht. Also nur wie es, soll. Es gibt auch kein festes Datum, weil es ja außerhalb von dieser Matrix keine Zeit gibt. Das Zeitempfinden haben wir hier auf dieser linearen Ebene. Aber außerhalb ist das nicht. Und alles ist frequenzabhängig. Das heißt, diese Welle, die da kommen soll, hat was mit uns als Kollektiv zu tun. Nämlich in dem Moment, wo wir einen bestimmten Frequenzbereich erreicht haben, dann ziehen wir diese Welle umso stärker an. Und je schneller wir in diesen höheren Frequenzbereich gelangen, umso schneller wird diese Welle auch hier erscheinen. Diese Welle, die aus der Zentralsumme, aus der Mitte des Universums auf dem Weg bereits ist. Die aber, wie gesagt, mein Empfinden, meine intuitive Wahrnehmung, erst hier erscheinen kann, wenn das Kollektiv einen bestimmten Prozentsatz erreicht hat, als Ganzes in der Frequenz, und diese Welle auch hier Wunder wirken kann, sage ich jetzt mal Wunder wirken kann, ohne Schaden anzurichten. Ich denke einfach, wenn der Großteil im Kollektiv in der Frequenz noch nicht dort ist, dann könnte so eine Welle schon enorm Schaden anrichten hier. Und wahrscheinlich auch viele Wesen
eher im Negativen, ich sage es mal in Anführungsstrichen Negativen, beeinflussen. Das heißt, dass sie vielleicht körperlich das dann nicht schaffen oder andere Dinge dann passieren könnten. Und Schöpfung macht das nicht. Licht funktioniert so nicht, nach meinem Empfinden. Licht hat immer alles und alle im Blick und wirkt immer, immer zum höchsten Wohle aller. Ja, und das ist, denke ich, ist auch wichtig zu verstehen, dass wir als Gemeinschaft das zusammenschaffen. Und jeder Einzelne darin ganz wichtig ist. Und auch hier wieder, es gibt keiner, der schlechter oder besser ist. Es gibt keinen, der weiter ist oder weiter zurück ist oder gibt es alles gar nicht innerhalb von Licht. Licht urteilt nicht. Wir sind Erfahrung, wir sind und wir haben die Form, die wir haben, das Individuum, das wir hier sind, ist ja auch eine Form, die außerhalb von dem Ganzen nicht existiert. Wir sind meistens als Kollektiv immer zusammen. Wirken im Kollektiv, hier sind wir individuell. Die Erfahrung, die wir machen können, Schmerz, aber auch Liebe, Berührung, Emotionen, all das, was dazugehört, ist auch etwas Besonderes. Und das erleben wir ja alles gleichzeitig. Und jetzt erleben wir mit diesem Ganzen einen Aufstieger, das heißt eine Frequenzverschiebung, eine Erhöhung innerhalb eines Körpers. Und das ist etwas sehr Besonderes. Und diese Welle, die eben angekündigt ist, die jetzt, worüber viel gesprochen ist, ich denke, das hängt wirklich von uns als Kollektiv ab. Wenn wir einen gewissen Frequenzbereich erreicht haben, dann kommt sie ihm so näher. Das heißt nicht, dass wir erst in eine höhere Dimension gelangen, wenn diese Welle dann hier angekommen ist. Nein, ich kann jederzeit, weil ich ja Schöpfer bin, Gott, Göttin, sofort in jeder Frequenz mich aufhalten. Ja, ich muss auf nichts warten. Ich brauche keine Hilfe von außen dafür. Ich muss einfach nur nach innen gehen und mich erinnern, wer ich bin. Und das dann auch einfach tun. Ganz bewusst, selbstbewusst und im absoluten Wissen, dass es so ist. Und diese Welle wird dann wahrscheinlich, so wie es jetzt einige gibt, die schon wirklich die höheren Frequenzbereiche erreicht haben, wird dann einfach auf einen ganzen Schlag hin eine ganze Menge vielleicht damit einmal mit nach oben nehmen. Und das, denke ich, ist dieses wunderbare Ereignis in dem Sinne. Aber ich selbst kann jederzeit entscheiden, wo ich mich aufhalte, in welchem Frequenzbereich. Ja, das ist immer noch meine Entscheidung und nicht abhängig von etwas im Außen. Also wenn ich dich jetzt richtig verstehe, dann ist diese Welle, die ist, also die kommt nicht und die war nicht, sondern die ist bereits existent. Ja. Und je nachdem, wie ich die, das ist so, wie wenn ich die Jalousie hochmache oder ich mache sie runter, oder? Und wenn ich die Jalousie hochmache, dann kommt sie. Wir ziehen das oder wir ziehen, kommt drauf an, wie stark wir ziehen. Je mehr natürlich ziehen an dem Seil, ich sage eher metaphorisch gesprochen, umso schneller ziehen wir sie natürlich her. Ja. Wir haben natürlich hier einen großen, wir haben hier einen Alienkrieg, Alienkrieg findet ja hier dunkelhell. Ja? Und das heißt, wir lassen dann mal wieder ein bisschen nach, das Seil, und dann rutscht, dann verschiebt sich diese Frequenz wieder nach hinten, weil je nachdem, wie das Dunkle dann wieder hier wirken kann und entsprechend Menschen wieder eher niedrige Frequenzen bringt, umso schwieriger wird es dann einfach für diese höheren Frequenzen hier einströmen zu können. Aber wir sind jetzt an dem Punkt, wo sich das verschoben hat, wo jetzt das Lichtvolle mit sehr, 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 sehr stark plötzlich ist. Ja, wir haben global etwas erreicht und das ist jetzt mit den Ereignissen im Außen sichtbar, die jetzt stattfinden. Es wird nochmal holprig und unten, ja, es wird halt, wie es wird jetzt, aber wir können da ganz entspannt sein und das beobachten, weil es einfach jetzt dazugehört. Ne? Wenn ich Chaos habe, dann muss ich aufräumen und dann fliegen manchmal noch ein paar Teile rum. Wenn ich durch das Kinderzimmer laufe und ich denke, oh mein Gott, was ist das für ein Chaos? Und dann muss ich erstmal aufräumen, dann schmeiße ich noch ein paar Dinge weg und dann, und bevor dann die Ordnung herrscht, ist natürlich erst nochmal Trubel und das sind wir jetzt gerade. Und dann wird die Zeit kommen, wo es einfach für uns alle als global gesehen einfacher wird. Nochmal zu den Begrifflichkeiten. Diese Welle, von der du sprichst, ist die praktisch ausgelöst, also nochmal für mich zum Verständnis auch von den Begrifflichkeiten, durch den Blitz? Das heißt, der Blitz ist schon passiert oder ist das jetzt was anderes? Oder ist diese Welle aus dem Zentrum der Galaxis sozusagen die, über die wir sprechen, die dann aber auf unserer Sonne den Sonnenblitz produziert? Nee. So nicht?
Nee. Erklär nochmal. Die Sonne, die wir am Himmel sehen, ist ein Planet, Helios, der innen bewohnt ist. Du kannst auf der Sonne laufen, weil die nicht heiß ist. Und die ist sogar kalt. Was wir hier sehen, ist einfach nur eine Illusion. Die Sonne, von der ich spreche, das ist die Sonne des Universums, das Zentrum von Quelle, Schöpfung. Quelle dehnt sich ja immer aus. Ja, also so wie du Quelle bist, du bist ja Licht und du dehnst dich eigentlich, wir dehnen uns nur aus. Wir sind immer noch alle in der Ausdehnung, ja. Also wir sind ja auch multidimensional unterwegs. Und diese Welle, die von dort kommt, die ist schon immer da. Aber diese Welle passt sich natürlich, schaut natürlich von der Frequenz her. Wir machen ja hier Erfahrungen, sagen wir mal so. Wir machen Erfahrungen, nicht nur auf dem Planeten. Es ist ja nicht nur der Planet Erde, der in einer tieferen Frequenz sich befindet. Es gibt ja noch viele tausend andere Planeten in tieferen Frequenzen gemacht, damit wir bestimmte Erfahrungen da sammeln können. Wir kommen alle aus der hohen Frequenzen. Vielleicht ist es ab und zu auch ein bisschen zu viel Liebe. Und dann denken wir, ah, wir brauchen mal eine andere, wir müssen mal was anderes machen. Also gehen wir mal ein Stück runter, um einfach andere Erfahrungen. Wir wollen ja einfach, es geht um die Erfahrung an sich. Und jetzt denke ich, gibt es zu jeder Zeit die Möglichkeit, dass das natürlich frequenzmäßig sich immer wieder verändern kann. Nun sind wir aber sehr viele hier auf dem Planeten und sehr viele sind in dieser niederen Schwingung auch drin, stecken da drin, unbewusst größtenteils, sich noch nicht bewusst darüber, dass sie ja Schöpfer sind. Sie kreieren das ja selber. Wir kreieren ja jeden Moment unsere Existenz selbst. Und in dem Moment, wo tatsächlich jeder sich bewusst ist dessen, könnte das sich in einer Sekunde sich sofort verändern, die Frequenz verändert sich und die Wellen von außen, die hohen, lichtvollen, würden hier natürlich massivst auch dann wieder andocken können, einströmen können. Gleiches und Gleiches zieht sich an. Gleiche Frequenzen ziehen sich an. Und diese Welle kommt von Schöpfung, ob er sie jetzt bewusst ausgesandt hat, um diesen Planeten nach oben zu heben mit. Es ist ja nicht nur der Planet, es geht die ganze Galaxie, wird er dann sozusagen ein Stück höher gehen. Ob das Teil des Plans ist oder ob es schon immer so war, kann ich jetzt nicht sagen. Und der Sonnenblitz? Ich glaube, davon ist die Rede, von diesem Sonnenblitz. Es gibt so verschiedene Begrifflichkeiten. Welle und Sonnenblitz ist jetzt in deiner Begrifflichkeit? Man sollte es nicht verwechseln mit der Sonne hier. Viele denken, das kommt von unserer Sonne, die wir hier am Himmel sehen. Aber diese Sonne wird doch gerade beobachtet. Ja. Und die Eruptionen und da ist jetzt wieder was explodiert. Und ja. Das ist doch dann in Resonanz mit dem... Mit der Quelle, mit der Universumszentrumssonne. Aufgrund der Frequenzerhöhung generell in dieser Galaxie hat es natürlich Auswirkungen auf den Planeten Sonne, sowie auf alle anderen Planeten. Und aber mit Sonnenblitz meinen wir jetzt, ich muss da noch dran rumhakeln, weil ich das versuche zu verstehen. Ist der Sonnenblitz über der Solarflash, über den alle reden, der bezieht sich doch aber jetzt hier auf die Beobachtung unserer Sonne, weil diese Zentralsonne, die können wir ja gar nicht so ohne weiteres beobachten, die ist doch viel zu weit weg, oder? Und die ist ja auch eher eine geistige Sonne, oder? Das ist der Schöpfer, ist die Quelle, Ursprung ist das. War das nicht letztens das? Hast du das auch mitbekommen? Das hat auch der Dieter Bröst drüber geredet und Rainer dann auch aufgefangen, dieses Sagittarius A, dieses schwarze Loch mit dem, weißt du, was ich meine? Nee. Also ich versuche das gerade in meinem Kopf zu lokalisieren. Ich habe das noch nicht hundertprozentig auf dem Schirm. Wir reden doch über die Milch, reden wir über die Galaxie, in der mit den Armen. Wir reden über das Universum. Ja, das Universum, ja gut, okay, das Universum ist groß. Genau, und da gibt es ja verschiedenste Galaxien. Ja, wir reden aber über unsere Galaxie, oder nicht? Jetzt reden wir auch über unsere, aber das, was hier stattfindet, hat immer Auswirkungen auf alles andere gleichzeitig. Okay. Jede Veränderung hier auf der Erde hat Auswirkungen auf alle Planeten innerhalb dieser Galaxie. Aber lass uns mal bei uns bleiben, also... Reden wir über unsere Galaxie. Also okay, sagen wir mal so. Ich versuche das mal so Anja-mäßig mir vorzustellen, weil das ist ein Bild, was ich kenne. Ich kenne dieses Bild dieser Galaxie, diese Wunder, riesig, viele Galaxien. Ich liebe diese Bilder. Ja. Und wir sind in einer Galaxie. So. Richtig. Und das ist doch das, was wir auch als Milchstraße bezeichnen, oder? Wenn wir das uns von der Erde-Perspektive angucken, oder? Ist nicht die Milchstraße Teil der Galaxie? Oh Gott, siehst du, da siehst du wieder, wir haben keine Ahnung. Aber egal, auf jeden Fall dieses Spiralding, dieses hübsche Spiralding mit einem Zentrum, mit diesen ganzen Armen. Ne? Und die Erde wird doch immer dargestellt als ein
die Sonne und die Erde, die drumherum kreist, als irgendwie in einem Außenarm in irgendeiner Außenposition scheinbar völlig unwichtig. So nach dem Motto, wenn man sich dieses Bild bewusst macht, kann man sich schon mal fragen, hallo, und wir sollen die Einzigen sein? Also, und wir haben diese Sonne und diese Sonne, und reden wir praktisch über die Zentralsonne, die im Zentrum dieser Galaxie ist, die, um die wir hier kreisen. Nein, wir reden noch über eine andere Sonne. Ich rede über die Zentralsonne des Universums, der Schöpfung, der Ausgangspunkt, alles, was existiert. Diese Zentralsonne ist eine geistige Sonne. Keine physische, oder? Oder beides? Oh, sie ist alles. Sie ist ja Gott, die Schöpfung. Ich stelle mir das immer vor, für mich ist das wirklich so ein goldener Ball, der sich aber schwabbelig bewegt, wie so eine Masse. Und daraus gehen ja die ganzen kleinen Lichtkerne hervor. Alles geht da, die Lichtfunken, sagen wir es mal so, die wir alle sind. Wir sind ja alle Gott, wir kommen ja von dort. Deswegen, ich habe hier ein Bild. Ja, zeig mal. Pass auf. Das ist eine Darstellung davon. Könnte das so, geht das so in die Richtung, dass das in der Mitte hier das Gott ist? Also das ist in dieser Darstellung so gemein. Ja, aber spiralförmig. Ich sehe das immer spiralförmig. Also gegen oben. Ja, das ist ja was anderes. Das ist also nicht, das ist in, deswegen mit den, weil das soll die verschiedenen Ebenen darstellen. Ja. Also die äußere grüne Ebene stellt jetzt die physische Welt dar und unseren physischen Körper. Ja. Also, und hier ist ja auch diese Welle, kannst du sehen, ich habe hier damals diese Welle eingezeichnet. Also das entspricht ja eigentlich dieser Grafik, worüber wir reden, nicht? Dass wir uns vorstellen, in der Mitte ist Source of Creation, also Gott. Ja. Und strömt praktisch hier in unendlichen Zyklen wellenmäßig sozusagen seine Energie, seine Lichtessenz durch die Dimensionen. Also um das kurz zu, ne, wir kommen jetzt wellenmäßig zusammen, ne? Das entspricht praktisch hier der Mental, also das ist nur eine Darstellung. Jeder würde andere Farben nennen, andere Begriffe, wir wollen es nur begreifen. Ne? Mhm. Darüber reden wir aber, das ist ja praktisch auch hier wie so ein Sonnenblitz. Also dass hier der Blitz, die Energie rausströmt und durch die Ebenen des Bewusstseins geht. Und was wir jetzt haben sozusagen, ist, dass das hier bei uns auf der physischen Ebene ankommt. Richtig. Und uns hiermit sozusagen abholt, wenn man so will. Also dadurch, dass wir es in Resonanz, dadurch, dass wir es empfangen, dieses Licht in einer größeren Intensität oder in einer sehr großen Weise sozusagen, ne? Dadurch werden wir hier sozusagen abgeholt und begeben uns sozusagen als Wesen zurück das ist wie Erleuchtung, oder wir begeben uns zurück zum Zentrum der Schöpfung. Nee, wir begeben uns nicht zurück zum Zentrum der Schöpfung. Sondern? Aber wir dehnen uns weiter aus. Wir dehnen uns weiter aus. Wir helfen dem Universum, wir helfen Schöpfer Gott sozusagen bei der Expansion, bei der wir sind ja Gott. Schaffung der Welten oder des Universums. Wir werden realisieren, dass wir Mitschöpfer sind, dass wir selber schöpferische Wesen sind. Und damit erschaffen wir bewusst, wenn wir bewusst werden, erschaffen wir bewusst mit und nicht mehr unbewusst. Richtig. Wir erinnern unbewusst kann man eigentlich gar nicht erschaffen. Ja, doch. Natürlich. Unterbewusstsein, das ist ja das, was bisher war. Das hat ja keine Macht. Das läuft ja nur mit, wenn du so willst, oder? Ich meine, es läuft doch nur mit in dem, was bereits andere bewusste Wesen erschaffen haben. Aber ein richtiger Schöpfer bist du doch eigentlich nur, wenn du selber voll das Licht in dir bewusst realisiert hast, oder? Richtig, aber meistens haben wir trotzdem unbewusst erschaffen durch bestimmte Konstrukte, die wir auferlegt bekommen haben, bestimmte Glaubenssätze, Überzeugungen, die wir von außen bekommen haben, haben wir unbewusst durch unser Unterbewusstsein, was ja eigentlich das Bewusstsein schlechthin ist, mit kreiert, dass die Außenwelt, diese beschränkte Welt, jetzt werden wir uns da entkoppeln davon und wieder in das Bewusstsein von Licht eintreten. Und dann nehmen wir das wieder wirklich viel mehr selber in die Hand. Wir erhalten es aufrecht oder wir unterstützen es mit unserer Energie. Doch erschaffen tun wir, wenn wir in unsere Schöpferkraft zurückgehen. Also wenn wir nicht mehr der Außenwelt, die 100%, die bereits existiert, das ist ja dieses Ding. Der Schlüssel ist ja, wo die Aufmerksamkeit hingeht, geht die Energie hin. Ne? Wenn ich also
weiß, da ist etwas Erschaffenes, wie ein System, eine Struktur, ein Gedanken, was auch immer es sei, und ich gebe dem kontinuierlich weiterhin Aufmerksamkeit, erhalte ich es ja sozusagen. Damit erschaffe ich aber nichts Neues. Was Neues erschaffe ich im Grunde genommen ja erst dann, wenn ich die Aufmerksamkeit von dem Erschaffenen zurückziehe, zu mir selbst zurückziehe und dann mich anbinde an die Quelle und schaue, was will eigentlich durch meine Seele, durch mein individuelles Bewusstsein in die Welt erschaffen werden. Und dann werde ich erst Schöpfer. Genau, wenn ich nach innen gehe und von innen heraus meine Inspiration dann auch lebe, die ich da empfinde, dann passiert, dass im Außen alle Ressourcen zu mir kommen, die es benötigt, um diese Inspiration dann auch umzusetzen. Dann bin ich ein Co-Creator, dann bin ich ein bewusster Mitschöpfer. Richtig. Ansonsten bin ich nur ein unbewusster Mitkreator oder Mitschöpfer und nähere und fördere weiterhin eigentlich nur das, was bereits andere Schöpferwesen erschaffen haben. Oder ich auch in früheren Inkarnationen, als ich vielleicht noch bewusst war oder wie auch immer. Richtig, richtig. Somit werden wir konfrontiert, das hat ja auch Dirk letztens auch in seinem letzten Gespräch deutlich gesagt, mit unserer Vergangenheit. Wir werden im Moment, dadurch, dass die Energie sich so stark anhebt, mit vielem konfrontiert, um uns eigentlich zu triggern auch, ne? Es wird immer im Außen von Dunkelmächten alles getan, um uns zu triggern und uns vom Licht wegzubringen. Ja. Also alles, was dich aus dem Hier und Jetzt wegholt. Das heißt, du bist in Gedanken wieder irgendwo anders oder du bist bei Nachrichten schauen, die ja Vergangenheit sind. Alles, was so Vergangenes ist. Das ist rausgehen aus dem Hier und Jetzt und damit aus dem Schöpfertum. Denn dann bin ich nicht mehr anwesend, 100% bewusst und kreiere bewusst jeden Moment, sondern ich werde über Gedanken gesteuert, die man mir einbringt durch Äußeres, was auch immer da, auf welcher Form auch immer, ob das Bücher sind, Nachrichten sind, Menschen, die plötzlich meinen Weg dann kreuzen und mich wieder ablenken sollen oder solche Sachen. Also alles, was in der Vergangenheit ist, solange wir uns dort aufhalten, kreieren wir nur Zeitlinien, aber eben nicht im Hier und Jetzt unser eigenes Schöpferisches. Und das ist jetzt der Sprung, den wir auch machen werden. Ja? Also es muss ja auch erstmal wieder erinnert werden. Wir müssen uns daran erinnern, was wir denn eigentlich sind, wer wir denn sind und was wir können. Dass wir unendliche, riesige, mächtige Wesen sind. Und darum wissen ja die Dunkelmächte, die wissen das. Und das ist ihre größte Angst, dass wir das einfach wieder erkennen. Weil dann sind sie in einem Windbombenschlag raus hier. Und das ist die Reise, die wir jetzt hier vollziehen. Dieses aus der Amnesie zurück zum Gott. Bewusstsein, Lichtbewusstsein. Ja. Und ja, je mehr wir jetzt an diesem Ganzen teilnehmen, an diesem Erwachungsprozess, ja, also je mehr Licht haben in sich, je mehr wieder ihren Spirit zurückbekommen, damit arbeiten, ganz bewusst mit Spirit arbeiten und laut das aussprechen, ja, man muss immer laut auch aussprechen. Und je klarer meine Gedanken sind, umso besser kann Spirit uns auch helfen. Wenn ich ganz genau weiß, was ich will, dann kann ich das auch ganz genau und klar und deutlich äußern und zum Ausdruck bringen. Laut, ich weise an, ich befehle. Und dann funktionieren die, dann kommen die Wunder. Und das kann jeder jederzeit erfahren. Das ist nichts, was zufällig mal passiert. Nein, so funktioniert es. Und ich kann nur jeden dazu animieren, das auszuprobieren. Ich befehle meinem Spirit, mir Klarheit zu bringen. Ich befehle meinem Spirit, mir zu zeigen, was ich wissen muss. Ich befehle meinem Spirit, mir die Menschen in mein Leben jetzt zu bringen, die zu mir gehören. Ich befehle meinem Spirit, Licht zu mir zurückzubringen. Ich befehle meinem Spirit, mehr von mir in mich zu bringen. Ja, also ganz klar, das kann man ganz laut, sollte man das am besten schreien, damit das wirklich ganz klar ist und unterstrichen am besten. So ist das, weil ich das so sage und so passiert das jetzt. Und fertig. Ich brauche da keine Zwischenwesen, die dann hier die channeln müssen und mir das erzählen. Brauche ich alles nicht. Ich bin Schöpfer. Ich bin Gott. Und ich sage das so und so. Und so wird das dann auch, so geschieht es, so sei es. Und das sind eigentlich die Lehren von Jesus, von Buddha, von den verschiedensten Menschen, die hier waren. Ron Amatron, jetzt Q wieder. Und so viele andere tolle, die ich sehe und erfahre, es sind nicht viele, die ich,
die so meine Aufmerksamkeit, aber es sind bestimmte wenige und die haben am Ende, sagen sie genau dasselbe. Und da hängt keine, zum Beispiel aus meiner Sicht, keine galaktische Föderation dazwischen. Die galaktische Föderation ist etwas, die beobachtend ist, aber nicht eingreift, weil sie weiß, die Besten der Besten sind ja vor Ort. Was sollen wir denn eingreifen? Die sind ja gekommen, um sich hier zu inkarnieren, um hier ihre Macht, Souveränität, Fähigkeiten umzusetzen, um dem Planeten jetzt mehr Licht zu bringen. Da braucht es niemanden. Wir brauchen niemanden. Wir müssen nur nach innen gehen und uns erinnern und bei uns bleiben. Und so wenig wie möglich im Außen die Ablenkung. Und mehr braucht es nicht. Es ist so einfach. Es ist eigentlich sehr einfach, aber trotzdem sehr kompliziert. Und wir sind alle immer wieder involviert in Geschichten. Allein Kinder zu haben, du bist immer involviert dann in äußeren Dingen, Ablenkung. Das ist nun mal so. Ja. Aber nichtsdestotrotz ist, ich hatte mal irgendwann vor 2 Jahren ein Gespräch. Und habe ich das auch schon so gesagt. Es sind die Besten der Besten hier. Es sind die stärksten und die ältesten Seelen hier vor Ort jetzt. Alle inkarniert. Und die wissen alle, was sie zu tun haben. Und man sieht, es funktioniert. Denn wir sind unglaublich weit gekommen. Es ist so viel passiert. Es passiert so viel. Ja, wir kriegen immer mehr Boden unter den Füßen. Wir werden immer mehr wir wieder. Das Erkennen. Und das ist im vollen Gange. Das Außen bröckelt, weil das Außen ist das Alte. Die alte Matrix, die bröckelt, damit sich das Neue dann... Das Neue ist ja da, das wird dann aber sichtbarer, je mehr im Außen jetzt auch schnell wegfällt. Das wird schnell gehen jetzt. Also mein intuitives Wissen ist, es geht jetzt relativ schnell. Es wird jetzt viel passieren in kurzer Zeit noch. Und ja, dann ist es eine Seelenerfahrung, die wir gemacht haben, die genial ist. Damit wir dann zum nächsten Planeten reisen und dort dasselbe Spiel nochmal machen dürfen. Es sind ja viele, die irgendwo feststecken und sagen, die schreien hier, wir brauchen hier wieder welche, die wissen, die das schon mal erlebt haben. Und letztendlich ist es dieses Spiel, das wir hier spielen. Und das ist, was ist eigentlich Schöpfung? Ne? Was sind wir denn? Es ist nur Erfahrung. Und außerhalb von Verurteilung, wenn wir das eben aus der Beobachtersituation wahrnehmen, wirklich, es ist ein Spiel. Es ist ein Spiel der Spirits, die alle Gott sind, damit Gott sich auf allen möglichen Ebenen erfährt. Ja? Du bist jetzt Anja, du bist Gott Anja, du sitzt jetzt und machst mit mir das Gespräch. Göttin. Nicht das Gendern vergessen. Oh mein Gott, ja. Noch so ein anderes Thema. Möchte ich jetzt aber nicht weiter drauf eingehen. das wäre schön. Je mehr das wirklich verstehen und verinnerlichen, umso genialer. Genau. Ja, Lachflash neben dem Solarflash auch zu. Ich habe in letzter Zeit ab und zu richtige Lachflashs. Mitten in der Nacht fällt mir irgendwas ein und ich lache mich halbtot, bis mir die Tränen laufen. Muss ich das noch ein paar Mal auskosten und dann beruhige ich mich langsam. Ja. Also. Es ging uns halt für auch so, weil wir alle heute früh wieder Schulstart und zeitig aufstehen und... wir haben heute alle einen so Lachflash gehabt, wir haben zu tun gehabt, dass wir in die Schule gekommen sind bei Zeit. Weil mein Hund eigentlich gar nicht auf meinem Bett schlafen darf, weil ich das eigentlich gar nicht mag. Aber der macht es natürlich trotzdem, der Schlingel. Und dann niest der zur Zeit. Dann habe ich ihm heute früh gesagt, hörst du auf meinem Bett rum zu niesen? Und mein Kind, die ja alles versteht, auch ihm, wenn er redet, da sagte der die ganze Zeit, doch, mache ich. Und ich dann immer, du machst das nicht. Doch, ich mache das jetzt. Du machst das nicht. Doch, ich mache das jetzt. Und ich habe gesagt dann, da gibt es so einen Ausdruck, den wir hier so sagen, Gurkenhals. Kennst du den Wort Gurkenhals? Du bist so ein richtiger Gurkenhals. Und da sagt der zu mir und du bist eine dicke Rübe. Wir haben so gelacht heute. Das war unser morgendlicher Start heute. Super, cool. Super. Ja,
Das war gut. Und dann kam noch mein Sohnemann dazu und dann war der erst, der ja der Lachsack schlechthin ist, war dann sehr schön. Ja. Q hat mal gesagt, wenn alle Menschen für 5 Minuten mal lachen würden, wären wir durch. Ja. Nur lachen. Aber ich finde, das ist wirklich auch eine Wahrnehmung der Frequenzveränderung, weil mir fällt das auch immer wieder ein, weißt du, wenn ich jetzt zum Beispiel an Omnek denke, ich habe ja viel, viel Zeit mit ihr verbracht und sie war ja immer in diesem offenen Bewusstsein. So ist sie ja schon hier angeliefert worden, sozusagen als 7-jähriges Mädchen mit diesem offenen Bewusstsein, weil sie ja nicht durchs Vergessen gegangen ist, weißt du. Sie hatte immer ihre Kanäle offen, ihre Chakren waren offen, ihre Gehirnhälften haben synchronisiert verbunden, funktioniert. Und wenn ich mich heute, mein heutiges Anja-Ich, an die Zeit erinnert, wo ich das alles noch nicht hatte, dann erinnere ich mich aber daran, dass ich das bei ihr, dass sie, weißt du, die hatte zum Beispiel auch damals schon solche Lachflashs aus dem heiteren Himmel heraus. Das war so von innen heraus und der Humor, den sie auch immer hatte. Also wirklich, sie hat nichts und niemanden wirklich ernst genommen. Sie hat nichts und niemandem wirklich was krumm genommen. Sie hat natürlich reagiert auf Frequenzen, also je nachdem, wie jemand mit ihr umgegangen ist. Sie hatte aber immer schon so eine innere, so ein, der Kompass, der war einfach bei ihr super aktiv. Und ich erinnere mich halt daran rückblickend, weißt du, dass ich das wahrgenommen habe, dass ich das jetzt bin. Also das, was Omnek vor 20 Jahren mir schon vorgelebt hat, wo ich noch viel, viel mehr dichter war und das zum Teil auch gar nicht alles richtig verstehen konnte oder erfassen konnte und auch selbst nicht spüren konnte, das hat die damals schon zum Ausdruck gebracht. Auch diese Wahrnehmung der Zahlen, komischen Zusammenhänge mit, oh, da sind schon wieder 3-1er oder 3-8er, solche Sachen fallen mir jetzt eigentlich erst richtig auf. Ja, so Zahlensynchronizitäten oder überhaupt Synchronizitäten. Und vor allen Dingen auch wirklich dieses frische, spritzige, lebendige, mutige, einfach nur da sein. Mhm. Das habe ich immer so an ihr auch ihren Mut. Ich liebe mutige Menschen. Mhm. Ich liebe mutige Menschen, die einfach auch mit ihrer Klarheit und Präsenz und aber die Liebe, die spürst du durch die Energie und durch die Sprache. Du spürst, ob jemand die Kombi sozusagen in sich verinnerlicht hat oder ob er nur mutig ist, weil er einfach... Ja. Irgendwas, ob es Ego-Mut ist oder ob es Seelenmut ist, ja, das fühlt man. Ja. Und ich finde das unglaublich schön, wenn, und die Omnek war auch so, die hat sich hingesetzt schon in den 70er, 80er, 90er Jahren, hat sich der Jerry Springer Show in USA ausgesetzt. Du hast jetzt einen Regenbogen im Gesicht. Mein Gott, ist das schön. Ja, du hast ein Licht jetzt hier auf dem Auge. Ja. Genau. Und hat sich diesen ganzen kritischen Wissenschaftlern ausgesetzt, den lachenden Menschen im Publikum. Und sie saß immer völlig stoisch, innerlich völlig unberührt von all dem Ganzen hat ihre Wahrheit gesagt. Es war mit etwas, was ich immer schon wundervoll fand. Ja. Wenn Menschen sich zeigen und sagen, was ihre Wahrheit ist. Ja, mutige Menschen. Werden aber immer mehr. Das ist gut so. Und das ist auch ein Weg, das ist auch ein Prozess. Ich war zum Beispiel immer so, ich habe früher, wenn ich weiß nicht, wie oft ich schon für das Sprechen meiner Wahrheit gekreuzigt oder verbrannt oder gevierteilt oder ich weiß nicht, was alles gewodet, ja. Deswegen habe ich diese Ängste einfach mitgebracht, diese Ängste. Ich habe schon in der Schule früher, wenn alle im Chor gesungen haben, irgendwie nur ein harmloses Lied, habe ich den Mund nur bewegt, weil ich mich nicht mal getraut habe zu singen. Ich hatte wirklich viel Angst und vor Kritik und vor Urteilen und vor Menschen. Und das ist jetzt für mich auch ein ganz großer Prozess, das immer mehr bröckeln zu lassen und von innen heraus sozusagen in dieses, ich mache das einfach weiter. Und was ich mache es ja für mich. Das missverstehen manche, die uns auch sehen oder hören, die denken, die Anja will irgendwas mitteilen oder die will irgendwie was erreichen. Will ich gar nicht. Ich meine, wenn dadurch irgendwie der ein oder andere in irgendeiner Weise eine Inspiration bekommt oder auf irgendeine Fährte geführt wird, die ihn in seine Selbstrealisierung führt, schön, dann habe ich eine gute
Tat getan sozusagen oder einen Beitrag geleistet. Aber es war nie meine Absicht, irgendwann später im Leben da zu sitzen und YouTube-Videos zu machen oder Vorträge zu halten. Das war nie, nie mein bewusster Plan. Aber die Seele, die hat andere Pläne. Ja, immer. Der Spirit sagt, der schub sich schon dahin, wo du hin sollst. Wir sind jetzt hier in der letzten Inkarnation und jetzt ist die Zeit, dass wir endlich wirklich voll wirken können, ohne Angst haben zu müssen, dass wir wieder deswegen ja eingesperrt, verbrannt, getötet werden. Das haben wir alles 100.000 Mal erlebt. Und die Zeiten sind ja vorbei. Und die Energien, die jetzt hier sind, die helfen uns alten Seelen vor allen Dingen, dass wir das umsetzen können, was wir in uns haben, intuitiv, was in uns ist, was wir schon so lange in uns tragen und nicht wissen, wie und wann und wie soll das gehen und wie kann ich das tun. Und jetzt ist die Zeit da und es wird ganz schnell sich jetzt Neues auch zeigen im Außen. Neues Wissen wird umgesetzt in neue Technologien. Es wird einfacher werden, eben wirklich das zu leben, seine Berufung zu leben, seine Absicht zu leben, warum bin ich hergekommen, um zum Beispiel Heilzentrum zu eröffnen und bestimmte Art von Heilung zu bringen, ich sage jetzt mal ein Beispiel, ne? Oder eine neue Technologie zu bringen, wie man Wasser reinigt auf ganz einfache Art und Weise, also solche Dinge, ja, also all das wird jetzt kommen, weil diese Energien, die jetzt da sind, für die alten Seelen da sind, damit wir endlich wirken können. Und das ist cool. Das ist echt gut. Ja, also mich zieht es sehr in die Richtung, was die Kinder angeht und wie unseren Kindern ja Wissen vermittelt. Wir kriegen ja kein Wissen vermittelt hier, was in der Schule passiert. Das ist ja alles andere. Und dort sehe ich mich immer mehr und mehr, dass die neuen Energien mir helfen, mehr und mehr einen Weg zu sehen, auf dem ich dann neue Ideen habe, wie ich mit anderen zusammen ein neues, ich will es nicht Bildungssystem, ich meine, das Wort System ist schrecklich, eine neue Art und Weise, wie wir unsere Kinder dort unterstützen, dass sie in ihr volles Potenzial kommen und jeder sich individuell so entfalten kann mit dem, was er mitbringt. Ja, also genau das Gegenteil von dem, was heute praktiziert wird. Genau. Und ich kann mich an Kreion erinnern, den ich seit 20 Jahren, vor 20 Jahren ist Kreion durch Lee Carroll zu mir gekommen und der hat von Lemurien gesprochen, wie zu Lemurienzeiten gelehrt wurde. Es war ja auch kein Lehren, es war eher so ein, wir müssen den Kindern ja nichts beibringen, das ist es ja, die müssen, aber dass sie die Möglichkeit erhalten, den Raum erhalten, sich voll zu entfalten. Und das ist das, wo, ist ja mein Ding, ich schreibe ja Kinderbücher, ich bin viel in Kindergärten, in Schulen, wo ich dann Lesungen gemacht habe und so weiter und so fort. Es ist, weil es einfach wunderschön ist zu sehen, was hier kommt. Das siehst du jetzt in den Kindern. Die bringen das alle mit. Die sind so lichtvoll schon. Die haben so viel Licht in sich. Die haben diese Schleier nicht, wie wir noch haben. Diese haben die nicht. Und dort möchte ich gerne zum Beispiel mich verwirklichen. Ja? Also dort möchte ich gerne weitermachen oder überhaupt anfangen. Was spukt denn da bei dir die ganze Zeit rum? Da quietscht einer, dann knallt was. Mein Hundi, dem ist langweilig. Stimmt's? Wo ist dann meine Hunde? Mama ist schon wieder nur am Quatschen. Ja. Die dicke Rübe ist nur am Quatschen, wa? Die dicke Rübe. Ja. Saskia, das, was du gerade gesagt hast, das finde ich wirklich ganz... Was sagst du denn zu diesem Polsprung-Thema? Macht für mich keinen Sinn. Ich kann es nur intuitiv aus meinem, was ich weiß, intuitiv. Macht ein Polsprung für mich keinen Sinn. Aber mehr kann ich dir dazu nicht sagen. Ich kann dir nur das sagen, dass es für mich nicht sinnvoll ist, weil ich glaube, durch ein Polspring meinst du dieses Verschieben der Pole? Ich meine, es gibt ja verschiedene Varianten. Natürlich kennen wir uns da, also ich kenne mich da natürlich wieder mal überhaupt nicht aus, aber ich bekomme das im Moment einfach genauso wie das mit dem Solar Flash, mit diesem Sonnenblitz, wird auch das mit dem Polsprung im Moment, ist das einfach ein großes Thema im Moment. Also das, was ist damit gemeint? Damit ist der Wechsel des magnetischen Pols gemeint, soweit ich das verstehe. Also nicht unbedingt nicht der geografische Pol, sondern dass der magnetische Pol, es wird auch gemessen, da gibt es auch Videos, wo das gezeigt wird, dass dieser,
dass das Magnetfeld, hat das was mit dem Magnetfeld der Erde zu tun? Ja, hat das, ne, glaube ich. Und dass irgendeine Grenze erreicht wird und wenn diese bestimmte Grenze erreicht wird durch irgendeine Verschiebung, dass dann gesagt wird, dass dann der Pol oder der magnetische Pol sich switcht von einer Mit welchem Umkehr. Sinn? Mit welchem Sinn? Mit welchem Sinn? Pff. Angeblich gab es früher schon immer Polschifte, die Umwelt, die Kataklysmen verursacht haben, also die größere Naturkatastrophen auch ausgelöst haben. Ich glaube in diesem Fall nicht, dass es hier, also ich meine, das ist jetzt nur meine Wahrnehmung. Ich habe auch mit Ray hat darüber auch schon viel gesprochen, dass vielleicht, also ich sehe es im Moment so, dass es eher was Symbolisches sein könnte oder was Energetisches. Weil ich komme jetzt gerade darauf, weil du das sagst mit diesem Bildungssystem zum Beispiel, da geht es ja auch darum, das sozusagen komplett von innen nach außen zu drehen. Deswegen komme ich gerade drauf, dass es manchmal dieses crazy weibliche Denken, ja, du kommst dann irgendwie von, du erzählst was, ich habe eine Assoziation und erklär mir damit, dass das für mich dann Sinn machen könnte, wenn dieser sogenannte magnetische Pol shiftet, dass das vielleicht eine Widerspiegelung oder eine Resonanz sein könnte zu den Veränderungen, die wirklich von innen nach außen, von oben nach unten, die in uns passieren und die auch in unserer Gesellschaft passieren. Wie zum Beispiel in diesem sogenannten Bildungssystem. Weil was du gesagt hast, Saskia, sehe ich ganz hundertprozentig. Ich weiß nicht, wo habe ich es letztens gelesen. Ich glaube auch ein Beispiel von einem Erziehungssystem, es ist nicht das richtige Wort, auf den Plejaden kann das sein, dass dort auch die wahrscheinlich auch auf anderen Planeten mit fortgeschritteneren Zivilisationen, dass die Kinder wirklich ermutigt werden, dass sie praktisch den Raum bekommen, damit herausgespürt wird mit ihnen zusammen, spielerisch auch. Und wo sind ihre Stärken? Was ist das für eine Seele? Hat die kreative Fähigkeiten? Liebt die vielleicht handwerkliche Sachen zu machen? Liebt die vielleicht mathematische, physikalische Wissenschaftler zu werden? Nicht? Wo ist dieses Puzzleteilchen? Weil jede Seele ist doch ein Individuum. Ein wundervolles Juwel. Und es geht doch darum, dass wenn man weiß, dass ich selbst Seele bin, dass ich ein vollkommenes Juwel bin sozusagen und dass das hier eine physische Erfahrung ist und ich bin mit anderen Juwelen zusammen, wie zum Beispiel mit dir und mit anderen und dann kommen da Kinder rein, dann haben wir noch nichts anderes im Sinn, als denen genau diesen Raum zu erschaffen, in dem sie sich auch als Juwelen erkennen. Und die wiederum zur Entfaltung bringen. Und was hätten wir für einen blühenden Planeten? Stell dir mal vor, alle Seelen würden das tun, was ihnen wirklich liegt, was wirklich, wofür sie wirklich erschaffen sind, was sie wirklich begeistert, wo sie wirklich ihre Freude drin haben, was auch immer es ist. Richtig. Und das kommt aber. Da sind wir jetzt hin. Das meine ich jetzt aber mit Polshift, weißt du, deswegen bin ich drauf gekommen, weil wir haben bisher ja ein System gehabt, wo den Kindern etwas übergestülpt wurde. Sie mussten, ich meine, ich will gar nicht in die Religionen und so weiter reingehen, wie ätzend, weißt du, dieses, du wirst mal eben in eine Religion und kriegst sofort, du musst dich in irgendwelche Rituale und in irgendwelche, weißt du, Muster einfügen und dann musst du auch noch den Beruf erlernen, den dir Eltern dir sagen, du musst heiraten, wen dir die Eltern sagen. Diese Strukturen, die gibt es ja in vielen Gesellschaften heute noch auf der Erde. Was haben wir schon für ein Glück? Glück gibt es nicht. Wir sind als Seelen halt hier in einer Gesellschaft, wo wir diesen Kram zumindest nicht mit uns rumschleppen müssen, dass wir uns nicht davon befreien müssen oder gegen irgendwelche religiösen Vorgaben oder elterliche Vorgaben und so weiter. Richtig. Wir sind sozusagen freigelassen worden, also ich bin freigelassen, ja, ohne Religion, ohne elterliche Vorgaben, sondern so nach dem Motto geboren und dann physische Versorgung, okay, sichergestellt, ja, so das Nötigste. Aber ansonsten finde deinen Weg, Ja. finde dich selbst, ne? Ja. Guck, wie du klarkommst. Ja, genau. Ja. Polshift. Kann ich nichts mit anfangen. Und selbst wenn, es findet jetzt ein Bewusstseinswandel auf allen Ebenen statt. Ob da nun irgendein Polshift dabei ist oder nicht, was interessiert mich das jetzt? Weiß ich nicht.
Das kommt automatisch in dem Moment, wo ich Bewusstsein verändere, verändert sich alles im Außen. Das magnetische Gitternetz der Erde ist ja eigentlich, soweit ich weiß, wiederhergestellt, schon lange. Und alles andere ist mir immer im Außen, weißt du, das tue ich mich gar nicht so, weil ich habe mit mir zu tun. Da ist so viel hier drin, was dann schon da ist und da. Ich kenne das mit diesen Pole-Shifts. Ich habe auch, dass ich angeblich die physischen, dass ich das verstehe, ist alles, ist für mich jetzt nicht stimmig. Es macht auch gar keinen Sinn für mich, darüber zu reden, weil ich gar nicht wüsste, was jetzt da hinten rauskommt dabei. Habe ich da jetzt was davon? Auch wenn ich das jetzt wüsste, bringt mir das jetzt was? Wie mit dem Sonnenflash. Letztendlich ist es mir Wurst, was da im Außen ist. Ich mache meins, ich mache meine Reise, unabhängig davon, was im Außen hier vor sich geht. Losgekoppelt von allem. Ja, also ich würde ja, wenn ich jetzt Hilfe mal rufe, dann immer Spirit, mein Spirit. Ja, also ich tue immer mit meinem Spirit arbeiten und dann alles andere spielt für mich keine Rolle, weil ich immer nie weiß, wer sich dazwischen hängt. Momentan ist es eh schwierig. Also meine Tochter ist ja hellseherig. Wenn sie jetzt mal einen Spirit zu sich holt, zum Beispiel auch mein Spirit, dann ist es ganz oft so, dass sie muss 3-4 Mal Befehl geben, das wahre Gesicht zu zeigen, weil tatsächlich sich immer wieder dunkle Wesenheiten dazwischen, du siehst das nicht. Das ist wirklich sehr, sehr schwer, jetzt das gerade hinzukriegen, weil die nochmal richtig schön im Aufbruch sind, die dunklen. Es sind ja nur Schatten, es ist ja nicht mehr, es sind ja nur noch Schattenenergien. Ja, aber sie können schon nerven. Ne? Aber die sind fieschnervig gerade, ganz, ganz gewaltig und muss man sehr vorsichtig sein. Also ich halte nicht viel von Channeln. Licht channelt niemals. Das ist ein Satz, der mir hängen geblieben ist und den sehe ich genauso. Licht channelt nicht. Und alle Informationen, die du brauchst, ist immer schon in dir gewesen. Immer. Und dort musst du den Zugang finden zu allem Wissen. Und mein Hund, der nervt. Und dann scheint mir heute, wer macht sich denn heute einen Spaß hier? Ich glaube, irgendeiner von, der hält mir ständig so ein Kristall hier ins Gesicht. Ja, ja, du hast immer wieder. Was ist denn heute los hier? Ist doch gar kein Wind. Ich weiß gar nicht, warum der sich bewegt. Da ist einer und macht sich hier seinen Spaß. Ich hoffe, es ist nicht zu. Ich habe das ja eingangs schon gesagt, Saskia, das ist wirklich auch wirklich, glaube ich, ganz wichtig. Also nicht nur glaube ich weiß, dass ganz wichtig ist, diese sich einfach ans Licht anzubinden, aber nicht an das wahre Licht, also an dieses Licht. An sich. Mhm. An die. Ja. Wieder seinen Götterfunken entdecken, ne? Sich bewusst werden und das dann trainieren, wirklich auch trainieren, tagtäglich. Ich befehle meinem Spirit mehr von mir in mich zu bringen. Ich erhöhe jetzt meine Lebensenergie. Ich erhöhe jetzt meine Lebensenergie. Ich erhöhe jetzt meine Lebensenergie. Das kann man 100 Mal am Tag oder länger sagen. Und es passiert. Es passiert. Du merkst etwas. Es strömt dich ein. Wenn du müde bist, mach das. Mach mal die Übung. Im Englischen heißt es, I now increase my life force energy. I now increase my life force energy. Kannst du mal machen. Wenn du wirklich mal müde bist, mach das mal und du wirst merken, es passiert etwas. Es passiert immer etwas. In dem Moment, wo ich bewusst in der Absicht kreiere, passiert immer etwas. Das ist eigentlich, warum ich auch solche Gespräche gerne führe und die dann gerne auch andere dann sehen und das eben dann ins YouTube zum Beispiel geht. Ich bin jetzt eigentlich überhaupt, ich bin eher so, ich habe sehr, sehr viele private Gespräche, privaten Austausch, Menschen, die zu mir kommen, so, ne? Ich mag gerne dieses von Angesicht zu Angesicht und diesen Austausch generell. Aber wenn ich etwas auf dieser Plattform mitteilen darf, dann erinnere dich, wer du bist. Und wie machst du das? Schließ mal deine Augen und geh nach innen. Such deinen Herzraum auf und verbinde dich mit diesem Raum. Und mehr braucht es nicht, wenn du deine Welt verändern möchtest, dann kannst du das auch vom Sofa aus tun. Setz dich aufs Sofa, schließ die Augen, geh in deinen Herzraum. Und versuche so lange wie möglich bewusst dort zu bleiben. Und wer Probleme hat mit dieser Konzentration, weil natürlich aber tausende Gedanken in deinen Kopf schießen werden. Ja, du bist ja immer
Sobald einer versucht, diese Arbeit zu tun, haben sie sich natürlich gleich vom Schirm und versuchen, dich mit allem Möglichen abzulenken im Außen. Zuallererst mit tausend verschiedenen Arten von Gedanken. Dann beobachte deinen Atem an der Nase. Beobachte, versuche, den Atem zu beobachten, wie er einströmt und ausströmt. Welche Sensationen entstehen im Körper? Beobachte das. So trainierst du die Konzentration und dass du längere Zeit auch mal, länger als eine Sekunde, bei der Sache bleiben kannst. Und wenn dir das mehr und mehr gelingt, ist eine Frage der Übung, in den Herzraum gehen. Geh in den Herzraum, arbeite mit Spirit. Spirit, ich befehle dir, die Gedanken von meinem Kopf in mein Herz zu bringen. Ja, das ist also wichtig, dass wir das immer wieder tun, dass der Kopf frei wird, dass wir nämlich die Störgeräusche im Kopf haben, also die Gedanken. Und dann nur beobachtend sein. Beobachtend. Du nimmst zwar wahr, aber du steigst nicht mehr drauf ein. Beobachte, beobachte, beobachte. Und das ist für mich der einzige Weg raus. Und das kann nur jeder ganz individuell persönlich für sich so entscheiden. Das kann niemand für dich tun, das kannst du nur selber tun. Ja, man kann da sein, man kann Austausch führen, man kann dir bestimmte Dinge mitgeben, versuch mal das, aber du letztendlich bist derjenige, der den ersten Schritt macht. Und die Energien, die wir zur Verfügung haben, erleichtern es ungemein. Man kann es nicht mit 10, vor 10 Jahren, 20 Jahren vergleichen. Das sind ungemeine Unterschiede im Frequenzbereich, was vor 20 Jahren war und was heute ist. Es ist heute wesentlich einfacher, da viel mehr Licht da ist und wir viel mehr Licht mittlerweile im Körper halten. Schöpfer sorgt für uns, für jeden Einzelnen. Es ist alles gut und wir sind einfach jetzt in einem wunderbaren, unglaublichen Erfahrungsprozess drin. Sei mutig. Wisse und geh weiter. Das ist das, was ich gerne mitgeben möchte. Perfekt. Ich danke dir. Wundervoll. Ich bin jetzt, ich weiß gar nicht mehr, was ich will gar nichts mehr sagen. Ist doch gut. Schön. So was so stehen lassen. Gerne. Danke für den schönen Austausch. Danke für die Möglichkeit. Danke für deine Weisheit, für deine schöne Klarheit. Und wir warten jetzt nicht nochmal ein Jahr, ne? Wir können auch eher schon mal wieder zusammenkommen. Ja, auf alle Fälle. Wir sind ja sowieso die ganze Zeit so intensiv zusammen, aber wir können das jetzt auch wieder. Sehr, sehr gern. Lass uns jetzt erstmal, ich danke dir, meine Liebe, und ich umarme dich ganz, ganz herzlich. Danke dir, meine Liebe. Bis zum